Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Civ 6. Ich baue Moinsen. hier eine Mine aus, ja, um Eisen zu kriegen. Moin Jove, wie geht's dir so? Moin. Mir geht's gut. Kann mich nicht Das ist schön. beschweren. Ich bin froh, dass ich den Krieg so weit überstanden habe und auch ordentlich was rausgekriegt habe. Also, da möchte ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren. Ist das wieder mein Spion, der Gegenspionage macht? Ja. Was war's? Ja, hoch. Was war denn jetzt hier gerade los? Alles Wieso? okay Was bei hattest du dir? denn? Ich hatte gerade Ja, schwarze bei dir ist was Bildschirme. noch. Ich bin wohl. Ach, ich bin mit meinen Füßen gegen das Kabel gekommen. Ich habe doch jetzt bei der Grafikkarte, dadurch, dass ich den zweiten Bildschirm habe, jetzt das HDMI-Kabel auch noch mit dran, neben dem DVI. Und das scheint wohl irgendwie schon Wackler zu haben. Okay, ja, geht ja natürlich dann wieder gut los, ne? Ach, über die Klippen kommt er nicht runter. Ja, stimmt. Deshalb musste man ja auch extra den Punkt setzen. Den Skillpunkt. Kommando. Damit man über Klippen rüber kann. Zumindest mit Kriegern. Das heißt, der Siedler kommt da auch nicht rüber. Ist aber auch ganz gut so. Hier habe ich das Industriegebiet gebaut. Das heißt, da könnte jetzt eine Werkstatt dazu kommen. Bisschen mehr Produktion. Fabrik kann ich nicht, denn die Fabrik benötigt eine Werkstatt. Okay, machen wir es so. Zufriedenheit ist hier oben, das heißt, wir brauchen da auch nichts für die Unterhaltung mehr tun. Das ist auch gut. Wohnraum könnten wir mal machen, damit die Stadt auch noch ein bisschen weiter wächst. Und du bist schon fertig. Das heißt, du kannst noch irgendwo was ausbauen. Was machen wir denn? Bin wirklich gerade am Überlegen, wo ich dich. Ich glaube, ich nehme dich mal mit für meine neue Stadt. Zumindest kannst du da deinen Einzug machen. Einbaut, eine. Ja. Baut eine Watt. Einmal was Wo bist du bauen, so. dran? So, einmal eskortieren, damit der Siedler das auch überlebt. Der Bauarbeiter bzw. Handwerker ist nicht ganz so wichtig. Oh, große Persönlichkeit. Mal wieder ein großer Wissenschaftler. Was bringt uns denn diesmal der Wissenschaftler? Gucken wir mal schnell. Wo bin ich denn jetzt? Ganz unten. Muss auch schon richtig runtergehen. Meine Güte, wie viel große Persönlichkeit man schon im Spiel bekommen hat. Das ist ja echt ganz schön viel. Ja, kann man sich Löst eigentlich nicht drüber beschweren. das Heureka für eine zufällige Technologie der Moderne oder des Atomzeitalters aus. Wende 20 kostenlose große Persönlichkeitenpunkte für die Rekrutierung aller aktuellen und zukünftigen großen Persönlichkeiten. Na, das ist ja mal interessant. Wenn wir den natürlich mal direkt in Ruhestand schicken. So, und du brauchst ein neues Ziel zum Handeln. Ja, Seoul gibt Wissenschaft und Gold. Das ist immer gut. Nehmen wir das mal von da an. Ab in die Rente. Zack, in die Rente. Oh, synthetisches Material. Da werden wir gleich mal gucken, was das genau bringt. Wofür wir jetzt diese Forschung da bekommen haben. Oh, dauert das lange, ey. Ach, ein Kraftwerk gehört mit zu dem Industriegebiet. Ja, das ist auch logisch. Das kommt ja nach der Fabrik. Plus 4 Produktion. Ja, das ist ja gut. Ich glaube, die Fabrik hatte 3 und die Werkstatt 2. Können wir mal kurz reingucken. Synthetik. Wo ist das denn gelandet? Also hier ist Industriezeitalter, hier ist die Moderne. Vielleicht aber auch Atomzeitalter. Mal gucken. Computer. Ach, da unten. Ach, das geht Richtung hier Helikopter. Schnelle, leichte Kavallerieeinheit, ne? Der Helikopter, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Kavallerieeinheit, okay. Kavallerieeinheit aus dem Atomzeitalter, ein Helikopter. Geht Nun ja mal gut. ab, würde ich behaupten. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein So, fernsehen. können wir jetzt. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. Ja, das ist ja logisch. Bei Kerzenschein fernsehen, das geht so Ja. klar.
unsere Stadt Phasalos, achso, die ganz oben im Norden, die braucht mehr Wohnraum, ja, kriegen wir hin. Aber was ich finde, auch spät Große Persönlichkeit. gegründete Städte ziehen deutlich schneller hoch an Bürgern. Das geht viel schneller. Weil ich habe gerade, weiß ich nicht, vor ein paar Runden ist eine Stadt gegründet und die hat jetzt schon 5. Und meine größte Stadt hat 13. Aber guck mal, beim Jove schon hier 15 sehe ich. Er hat auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Einwohner da. Könnte mehr werden. Und was echt krass ist, wenn man sich das anguckt, mein Angriff ist ja nun wirklich schon ein bisschen her. Die Stadt ist immer noch nicht wieder auf 100%. Gerade mal Garnisonsstärke von 53. Ja, das dauert echt lange. Das ist echt der Hammer. Was ist das denn? Achso, bei mir wäre jetzt zum Beispiel bei Argos ist die Garnisons-Verteidigungsstärke 64. Moment. Ach nee, das ist der Befestigungs-, die Befestigungsgesundheit heißt es in diesem Fall. Die Garnison ist wahrscheinlich, gute Frage. Wahrscheinlich die Einheit, die da drinnen steht, oder kann man das deuten, das Ganze? Gute Frage. Verdammt gute Frage. Ja, was ist bei dir so los? Du bist ja mittlerweile wieder Ja, im ich bin Frieden. sehr, sehr still. Ich bin gerade dabei und guck mal, wie ich meinen Spion in Birmingham einsetze. Ah, okay. Gewährt für die Dauer der Mission die Golderträge der Stadt Birmingham plus 168 Gold. Vier mögliche Ausgänge. Ja, du hast ja dahinter noch eine Was? Prozentzahl, je nachdem, wie erfolgreich das ist, die Mission. Also, ich hatte 76% und die ist schiefgegangen. Sogar, dass der Spion getötet wurde, nur so als Okay, ich habe Info. 74%. Mal schauen. Ja, vielleicht hatte ich auch 74, vielleicht diese 2% da, das kann auch sein, ja. Ist auch möglich. Weiß ich jetzt so nicht mehr so im Kopf. Darfst mal Geländefelder für Gold kaufen. Zack, zack. Sind wir damit nämlich schon durch? Ein Nachrichtenbeitrag hat vor kurzem erhöht. England hat gerade die bösen Taten Ägyptens denunziert. Das gehört uns England hat ganz gerade die böse. bösen Taten. Victoria hat eure Regierung. Wir wollen nichts mit eurer Regierung zu schaffen haben. Wir sagen uns von euch los. Mädel, ich habe dich gerade im Krieg gesehen. Denkt ihr betreibt Kriegstreiberei? Okay. Klar, weil ich ja auch den Krieg gegen dich Passt ja in Gang auch. gesetzt habe. Blöde Zicker, ey. Das passt ja auch. Schon vollkommen. Da hat sie auch mit Recht. Klar. So, was baust du? Du baust jetzt einen Kornspeicher. Einheit benötigt Befehle. Aber was ich schon feststellen muss, ist, dass meine Lüftung vom PC ganz schön aufdreht. Bei Also, dem es ist, Spiel hier, oder was? ja, auf jeden Also Fall dazu kann deutlich man ja nur lauter. sagen, ne, mein Rechner schafft das Spiel nicht. Deswegen Ja. spiele ich ja jetzt auch mit Jessis Rechner. Ja, Ich brauche unbedingt neuen wir haben es Rechner. Also wenn ihr, probiert, wenn ihr aber. gerade zufällig, wenn ihr gerade zufällig einen niegelnagelneuen Rechner übrig habt, den ihr nicht braucht. Weil ihr habt euch einen neuen gekauft und einen vom Papa geschenkt gekriegt. Richtig. Dann schenkt Dann ihn euch nicht. behaltet den. Lasst euch nicht von Nein. so einem Schwachsinn hier. Hallo? Ihr dürft ihn gerne an mich abschenken. Lasst euch nicht von so einem Schwachsinn hier überzeugen. Der Jove versucht euch nur Ist immer nett. auf die böse Seite zu ziehen. Der Vorteil von Computern ist, dass sie tun, was man ihnen sagt. Oh Mann. Der Nachteil Come to the ist, dass sie dark tun, side. was You have man good ihnen sagt. cookies. Was? Wie bitte? Er kommt rüber auf die dunkle Ja, Seite der Macht. Wir haben Kekse. ja. Ja. Mehr Ja, Wohnraum der Vorteil von benötigt. Computern ist, dass sie tun, was man ihnen sagt. Der Nachteil ist, dass sie tun, was man ihnen sagt. Sagte jetzt gerade das Zitat hier. Machen eh, was sie wollen. Naja, nicht ganz, aber. Ah, okay, aber von den Wohnvierteln kann man mehrere bauen. Kann ich schon. Ne, zwei Züge brauche ich da, um drauf zu kommen. Okay. Das heißt, wir bleiben einmal da. Ach so, das ist also mehrfach baubar, weil man sonst ja einfach eine Begrenzung von den Bezirken her hat. Wieso darf ich jetzt fast jede Runde einstellen, dass er Gegenspionage macht? Das nervt irgendwie ein bisschen. Also, dass das nicht mal 5 oder sagen wir mal 10 Runden eingestellt ist. Meine Güte. Okay.
Das ist natürlich echt seltsam. So, Einheit benötigt Befehle. Ich glaube, das ist auch nicht so gewollt. Ich denke, das werden sie noch fixen. Weil, stell mal vor, jede Runde darfst du wieder neu einstellen. Sonst musst du immer den Spion woanders hinschicken. Und du willst ja auch mal verteidigen, dein Wissen oder dein Gold, wie auch immer. Was hat er denn da? Eine Panzerabwehr, ey. Habe ich auch, ja. Ja, du, das ist deine, die ich gerade sehe. Ach so. Das ist deine, die ich gerade sehe. Bist du immer noch am Reparieren, oder was? Warum kann der Handwerker hier die Sachen nicht reparieren? Das verstehe ich jetzt nicht. Die kannst du reparieren. Dann machen wir aber das bitte. Ich glaube, also er muss ja schon auf das Feld, ne? Das hast du ja. Ja, da bin ich drauf. Aber die, er kann nicht die einzelnen Städte reparieren. Also er Glauben muss schon erzeugen. Alles reparieren dann. Okay. So wie ich das jetzt gesehen habe. So. Produktion wählen Zoo. Ich baue mal ein Zoo. Noch ein bisschen forschen wird immer gut. Nochmal eine Uni hier, eine Uni da. Und wir gründen eine Stadt. Tada! Achso, wenn übrigens in dem Bereich, wo du eine Stadt gründest, ein Dorf ist, also die alten Ruinen quasi von früher, werden die mit aufgenommen. Da brauchst du nicht drüber laufen. Das finde ich ja mal richtig cool. Also die haben echt richtig geile Verbesserungen gemacht. Also wirklich richtig geile Verbesserungen. Ich brauche noch einen Archäologen. Ich habe das zwar schon erforscht, aber ich kann irgendwie noch keine bauen. So. Das heißt, es wird jetzt meine 8. oder 9. Stadt sein. Ich glaube 8, ne? Ich komme wieder. Robotertechnik. Juhu, Marsbesiedlung start. Aha. Ja gut, ich muss aber erstmal den Raumhafen haben, Leute. Nee, du wirst mal versorgen, dass wir noch ein bisschen Salpeter haben. Und du heilst dich wieder hoch. Was wollen wir als nächstes forschen? Atombomben, Nuklearwaffen. Ich würde ja gerne mal so ein Ding abfeuern hier im Spiel. Nein! Nein! Allerdings brauchen wir dafür auch Uran. Mein Spion wurde entdeckt in Birmingham. Machen wir denn mal. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Das heißt, alles, was da auf dem Weg ist, nehmen wir einfach mal mit. Habe ich auch einen Helikopter. Mal gucken, ob ich den vielleicht mal irgendwo baue. Ob sich das denn lohnt. Ja, ich bin ja voll auf dem Raumhafen-Trip hier gerade. Ich versuche, mehrere Raumhäfen hochzuziehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das sinnvoll ist, ob man nur einen haben kann oder ob man tatsächlich mehrere haben kann, ob man da dann verschiedene, ich sag mal, Einzelteile bauen kann für die Rakete. Hast du mehrere gebaut? Ja. Oder ich bin, sie sind noch nicht fertig, sind im Bau. 1, 2, 3. Ich dachte doch mehr Städten. Huch. Nö, nur in 3 Städten. Aber das, ja. Es gibt ja einmal hier, ich sag mal, den Raumstart, dann glaube ich hier der Flug zum Mars und dann noch die Marsbesiedelung. Ich glaube, das sind so in drei Schritten war das irgendwie, glaube ich. Okay. Ich finde die Idee auf jeden Fall cool. England schickt mir schon wieder eine Warnung, ey. Na, die Engländer. Die Vicky. Ja. Hat auch einen traurigen Smiley. Die können mir so viele Warnungen schicken, wie sie wollen, sonst nehme ich Birmingham einfach ein. Oder so. Wie sieht's aus? Wenn er mir zu sehr auf die... Hier... Bauen wir mal. So, Ausrichtung. Sieht ja schon mal cool aus. Wie hast du das mit den Körbsen hingekriegt? Ach so, das weiß ich nicht. Das stand jetzt auf einmal bei mir. Korps bilden. Ach so, Moment. Warte mal, Korps bilden und dann schlägt er mir vor, mit wem. Ach!
dann vereinigen sich die zu einer. Ja, ja, deswegen ja. Und dann kriegst du quasi die Level zusammengepackt oder was? Oder? Das nee. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Moment, ich muss jetzt mal was kurz gucken. Die hat etwas mehr Nahkampfstärke. Die Fernkampfstärke ist auch erhöht. Gleiche Fortbewegung und gleiche Reichweite. Gute Frage, ob sich das vereint oder sich das Beste rausbringt. Das wäre echt eine verdammt gute Frage. Sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich die ganz schnell wegkriege hier. Bevor der Jove mir plötzlich wieder den Krieg erklärt. Ich sehe nämlich schon, hier vorne hat er einen Pikinier stehen. Ja, ganz schlimm. Also ja, so ein Pikinier ist ganz die schlimm. Die nächste Stufe ist nämlich dann... Moment mal, warte mal, da fehlt ja noch was. Was wäre die Deswegen nächste? Deswegen handle ich auch mit dir. Also. Nee, vom Pikinier ist die nächste Muskete, ne? Das weiß ich leider nicht. Nein, nein. Musketier meine ich, ist der nächste, oder? Oh, wie geil ist das denn, Mitch? Hast du das gesehen? Was denn? Du kannst mit deinem Handwerker einen Wald pflanzen. Das dauert eine Runde. Aha. Nee, das habe ich ja noch nicht gesehen. Und wenn du jetzt einen Wald pflanzt, ja, dann kannst du natürlich im Rundenzug danach den Wald wieder entfernen. Ach, das ist ja cool. Um halt die Produktion. Brauchst natürlich einen Handwerker dafür, ne? Jedes Mal. Danke für den Tipp, das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, ich habe das gerade gesehen, ich fand das voll geil. Achso, ich kann auch nicht, weil ich die Runde schon beendet habe. Okay. Ja, du hast die Runde schon beendet. Ich bin noch dran. Mhm. So, du gehst doch mal bitte da hin. Nächste Runde. So. Was hab ich? Entwicklung von Wahlrecht hat große Fortschritte gemacht. Also, was ich von den Korps so halten soll, das weiß ich noch nicht so genau. Ich verstärke zwar die eine Einheit, aber hätte ich zwei Einheiten, die jeweils 50 Schaden machen, mache ich doch 100 Schaden zusammen und nicht 60. Naja, mal gucken. Das ist ja so eine Sache für sich. Ich muss hier massig Produktion wählen. Ey, Raumhafen baue ich hier nicht mehr. Dann probieren wir das ja gleich mal aus. Ist was? Nee, zurück, abbrechen. Ich habe keine Lust mehr auf Gegenspionage. Das geht mir echt auf die... Nüsschen? Wolltest du Nüsschen sagen? Ich hatte so das Gefühl. Okay, erstmal von der Stadt aus angreifen. Aber guck mal, wie groß Ascheton ist. Gewachsen auf 16. Ja, ha. Schlecht. Halt, nein, 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 nein. Komm zurück. Ach, nichts auf dieser Erde hält. So. Jo, Einheiten benötigt Befehle. Erstmal von der Stadt aus angreifen. Dass man immer doppelt klicken muss, ist ja ein bisschen irritiert. Also man hat die Stadt markiert. Wer angreifen, muss nochmal rauf zum Angreifen. Okay. Also wenn du jetzt von der Stadt aus jemand anders angreifst, hattest du, glaube ich, auch schon bemängelt, dass man nochmal. Ja, genau, du musst eigentlich das Angreifen-Schild benutzen. Also das Fernangriff oder wie man das nennt soll. Ja. So, meine Einheiten benötigen alle Befehle, das ist immer sehr gut. Allerdings erkennt man dann auch daran immer, ob jemand seine Einheit bewegt oder nicht, weil... Jo. Dann... sieht man nämlich anhand der Zeit, wie lange man für eine Runde braucht. Was hast du denn da? Das hier? Ich sehe bei Mitch die ganze Zeit das ein oder andere... Warte, was steht da links? Aufklärungsballon. Geil. Ach ja, gestimmt, das war der. Das war der, der den einen Reichweite gibt, ne? Mhm. Den wollte ich ausprobieren, damit ich noch ein bisschen mehr Reichweite habe da. So,
Produktion wählen, Produktion wählen, Produktion wählen. Hm. Ganz viele Wunder bauen, auch ganz wichtig. Oh ja, neue Gesandte. Juhu. Wo kann ich denn noch was reißen? Hm. Einheit benötigt Befehle. Ach, man kann Sumpf von Geländefeld entfernen. Das gibt Nahrung. Aha. Ja, man lernt echt nie aus. Also. Ich bin jetzt nochmal Suzerin geworden. Diesmal von Karthago. Hab das den Engländern geklaut. Aber wahrscheinlich wird der Engländer auch noch ein bisschen was haben. Ist hier denn noch irgendwo was? Nö, scheint nicht. Mal gucken, ob ich jetzt durch den von mir angepflanzten Wald die Möglichkeit habe, mein Wunder zu pushen. Der Problem da drinnen. Nächste Runde. Sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's. Für Polyester jedoch soll Reihe. Es keine Verzeihung wow. geben. Helikopter. Gefunden. Cool. Da habe ich Öl gefunden. Gibt es noch irgendwo Öl? Ja geil, ein Ölfeld bei 10 Städten oder was? Was ist denn der Helikopter? Kann ich ihn nicht bauen? Doch, da. Hm. Du baust einfach mal... Warte, kannst du einen Kornspeicher. Toll. Muss ich eine Stadt jo. Gründen? Ich muss eine Stadt gründen, um Öl zu kriegen. Aha, das ist ja auch mal interessant. Also der Jove hat hier eine Artillerie stehen, dann den Todesschützen, die Feldkanone. Da steht der Schreckensfunkler. Dann Infanterie rechts. So, so. Also wenn man einen Spion beim Gegner in der Stadt hat, dann kann man alles rundherum sehen. Oder einen Teil davon. Ja. Sehr interessant. So, jetzt kannst du bauen. Dann bau doch mal einen Bauernhof. Und du baust auch bitte einen Bauernhof. Nächste Runde. Stadt benötigt Nahrung. Ja, deswegen baue ich doch Bauernhöfe, Mensch. Massenhaft. Und hier, also ich kann kein Wald pflanzen, oder? Wo kann man das denn machen? 2 plus noch zusätzliche Fähigkeiten? Nee, ich könnte einen Bauernhof bauen, einfach. Aber, ach so, kann das sein, dass es vielleicht am Fluss sein muss, ein Feld, wo man Wald pflanzen kann? Das ist eine gute Frage. Verdammt gute Frage. Das, weil ich war jetzt einfach auf ein flaches, grünes Feld gegangen. Da konnte man nichts machen. Ah, kein Ertrag durch Entfernung von Sekundärwäldern. Mist. Dann geht da hin. Moment. Da dürfte ich entfernen können. Was ist hier? Ah, sehr gut. Krieg einen großen General. Wow, 75% Kampferfahrung für eine militärische Landeinheit, wenn er aufgelöst wird, oder was? So, nächste Runde. Hier zwei... Koppelt euch mal. Ich baue gerade eine Straße nach Korinth. Das gibt mehr Geld. Nach Korinth? Ach da, ganz hin. Naja, das gab mehr Geld. Also hab ich mir gedacht, ich mach das einfach mal. Jo. Warum nicht? Mit Hilfe dieser Prinzipien. So, jetzt aber. So, das... Hey, Moment. Ach, Panzerabwehr wird zu moderne Panzerabwehr. Upgraded übrigens. Wo ist denn die okay. Kanone? Wird dich auch upgraden. Einmal kurz hier verschanzen. Ich kaufe nur Handwerker, ne? Also wirklich nur. Ja,
Durchgängig. Ich habe auch ziemlich viel Kohle. Da sagst du was. Da sagst du was. Ich könnte auch einfach mal noch mehr Händler kaufen. Das wird vielleicht auch noch was bringen. Okay. Ich habe das ein oder andere gekauft. Auch mal endlich mal was für Glauben geholt. Hey. Weil ich kann immer noch kein wie heißt denn der Mist? Egal. Kein Typen bauen hier, kein. Ist ja meine. Witzig. Man kann, wenn der Spion sich ein bisschen etabliert hat, sag ich mal, in der gegnerischen Stadt, dafür sorgen, dass Rebellen in der Stadt angeheuert werden, um einen Stumpf zu machen. Bei dir. Ah. Wahrscheinlich so wie Barbaren irgendwie oder so ruft man denn da durch. Ja, würde ich ja denk fast ich mal, ne? Behaupten. Ne? Ja, auf die nächste Runde klicke ich in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder hier am Ende, ihr Lieben. Ja, schon wieder. Wir sehen uns dann gleich wieder. Haut rein und macht's gut. Bye, bye. Ciao.